Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, sozusagen ein Update-Video. Einige Zeit war jetzt von uns oder von mir jetzt hier nicht viel zu hören. Es hat bestimmte Gründe gehabt, keine dramatischen Gründe, keine Sorge, aber ja, das erkläre ich euch jetzt gleich mal nach dem Intro und wir machen heute mal ein ganz lockeres Video über unsere aktuelle Situation, unsere aktuellen Pläne. Ja, und dass ihr euch keine Sorgen machen müsst, wirklich nicht. Also, bis gleich. Ja, apropos Sorgen. Ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen. Ich finde das ja irgendwie süß, total lieb von euch, dass ihr euch Sorgen macht um uns. Und auch einige vermissen einfach unseren Content, also unsere Videos oder halt auch unsere Postings, Postvideos und Bilder auf Instagram und Facebook. Aber ich habe gemerkt, so ungefähr vor 2, 3 Wochen, als ich so ein bisschen viel Travel Hacks gepostet habe bezüglich 5 Wege zum Business Class und First Class Flug und die Kreditkarten und so weiter, habe ich gemerkt, dass es euch eigentlich oder der Vielzahl von euch eigentlich über ist, dass ihr es eigentlich gar nicht mehr sehen wollt, was ich vollkommen verstehen kann, weil die Situation in Deutschland einfach so kompliziert und schwierig ist und eine Perspektive gerade einfach nicht zu sehen ist. Zwar sagt man immer wieder, oh, ich sehe Licht am Tunnel, am Ende des Tunnels, aber irgendwie dann doch wieder nicht. Dann ist der Weg bis zum Ende des Tunnels dann noch länger als gedacht und es ist im Moment schwierig und ich kann mir gut vorstellen, dass eigentlich keiner von euch oder die wenigsten von euch gerne jetzt gerade darüber sprechen und hören wollen, wie es jetzt eigentlich mit dem Reisen aussieht und mit Kreditkartenpunkten und Meilen. Klar, ich habe euch ein bisschen was vermitteln können. Ich habe auch sicherlich noch ganz viel im Petto, werde ich jetzt aber in nächster Zeit so ein bisschen stückchenweise vielleicht posten, weil ihr habt mir gesagt und auch gezeigt, also viele von euch, dass ihr es dann doch vermisst. Mir ist es nicht so ganz klar. Man kriegt immer nur das mit, was direkt auch mir mitgeteilt wird in den Kommentaren oder auch in E-Mails oder generell halt als Feedback. Und das sind diejenigen, die sich halt nicht wohlfühlen damit. Diejenigen, die das toll finden, gerne angucken, die sagen in der Regel ja nichts. Das heißt, da zeigt sich wieder, Feedback von euch, positiv sowohl als auch negativ, ist sehr, sehr willkommen. Damit kann ich quasi ausloten, wie ich mit den Videos weiter verfahren soll. Nichtsdestotrotz, uns geht es gut. Also wir haben, ist nichts passiert. Wir werden auch weiterhin fliegen. Wir werden auch weiterhin diesen Kanal mit Videos versorgen. Nur können wir aktuell nicht reisen. Wir können aktuell nicht fliegen, klar. Einige von euch können es, machen es auch. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Das ist eure Entscheidung. Würde ich vielleicht sogar auch machen, im Privaten, vielleicht aber auch im Geschäftlichen. Wir hätten ein paar Termine gehabt, zum Beispiel auch in den USA, aber wir haben es nicht gemacht, weil wir mit unserem Kanal letztendlich auch als Vorbild gelten. Und wir können schlecht in der Situation, wie es jetzt auch gerade in Deutschland oder weltweit, besonders auch in der Europäischen Union, in Europa gerade läuft, können wir nicht durch die Gegend reisen und dann vielleicht noch irgendwie uns anstecken. Man weiß, das kann ja immer mal passieren, man steckt nicht drin und dann haben wir den großen Salat und sind dann natürlich derjenige als richtig, richtig schlechtes Vorbild. Das wollen wir nicht sein. Wir sind bis jetzt gut davon gekommen. Ich habe noch keine einzige Infektion gehabt. Wir waren noch nie krank. Wir sind immer noch in Dubai und werden auch noch ein Stück noch hier bleiben, bis sich die Situation gelegt hat. Und dann werden wir wahrscheinlich im April, beziehungsweise Dominik ist bereits schon wieder in Deutschland, aber nur für kurze Zeit. Und ich werde Mitte April wahrscheinlich auch wieder nach Deutschland gehen. Und dann planen wir hoffentlich gegen Ende April mal wieder ein paar Flüge zu machen. Ich habe bestimmte Ideen, hatte ich aber auch vorher schon. Ich hatte gebucht, Iberia hatte ich gebucht, hatte Emirates gebucht und ich hatte auch Kenya Airways gebucht nach Südafrika. Das habe ich aber dann während der Zeit, als diese Virusvariante rauskam, dann wieder gecancelt. Ich hatte nochmal Emirates First Class gebucht. Auch das habe ich gecancelt. Ich habe die Premium Economy in der A380 von Emirates gebucht gehabt. Auch das habe ich wieder canceln müssen, beziehungsweise erstmal auf die lange Bank schieben müssen, weil zu der Zeit, als ich es gebucht habe, war dann auch noch der Travel Ban nach England, also in UK. Das hat sich zwar jetzt alles gelegt, aber trotzdem, zeigt sich wieder, man kann aktuell einfach nicht planen. Und ich plane auch nicht weiter voraus. Wir warten jetzt tatsächlich noch ab bis Mitte April, vielleicht noch später. Ich gucke gerade in meinen Spiegel. Jo, wird jetzt gerade mal eben gerade das Fenster geputzt. Ich kann es euch nicht zeigen. Ich mache mal schnell ein Foto für euch, dann blende ich euch das ein. Voll erschreckend.
Da sind sie. Aber ich glaube, sie putzen wahrscheinlich eher die Fassade. Ja, weiter geht's. Also, das war eigentlich unsere Planung und vielleicht ging es euch ja genauso, dass ihr eine Planung gemacht habt jetzt für März, April, aber es ging nicht auf. Oder klar, es ist aktuell möglich, auf die Balearen zu fliegen oder auf Gran Canaria, Fuerteventura, das ist alles möglich. Die Frage ist halt nur, kann man es verantworten? Das muss jeder für sich entscheiden. Ich habe oder wir haben für uns gesagt, nein, wir machen das nicht. Wir warten noch die Zeit ab. Wir haben ja noch Möglichkeiten, wir haben ja auch noch Zeit. Es ist nicht so, dass uns die Zeit wegläuft. Wie steht ihr dazu? Was denkt ihr darüber? Würdet ihr jetzt in der aktuellen Situation, hättet ihr die Punkte, hättet ihr das Geld gerade, wahrscheinlich habt ihr das, weil die meisten haben ja gar kein Geld für Urlauber ausgegeben. Das ist ja quasi auf Halde. Würdet ihr das jetzt machen oder wartet ihr ebenfalls ab wie wir? Naja. Was habe ich noch so überlegt? Was habe ich noch so an Planung für die nächste Zeit? Also, wir haben es überlegt, wir sind ja jetzt hier die ganze Zeit in Dubai gewesen. Wir sind immer noch im selben Hotel, wahrscheinlich nur ein anderes Zimmer. Diesmal habe ich ein Apartment, ganz nett, mit Küche sogar. Und da hinten könnt ihr mein Studio sehen. Ich habe die Zeit genutzt hier, um die Online-Kurse. Wir haben ja Online-Kurse für unsere Travel-Hacks, Travel-Online-Kurse. Ich habe die jetzt mal ein bisschen ergänzt, weil es hat sich ja tatsächlich in der letzten Zeit sehr, sehr viel ergeben. Es gab Änderungen, ne? Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, mit British Airways hat mal ebenso die benötigten Avios auf der Kurzstrecke, also die sogenannten Sweet Spots, ein bisschen erhöht, um 750 Avios. Das habe ich angepasst, weil das letztendlich ein Sweet Spot war. Und das Blöde, dass ja auch Chris Flyer, also das Transferverhältnis von American Express zu Chris Flyer, verändert worden ist. Und das hat so vieles geändert, dass auch viele Verbindungen, die ich vorgeschlagen habe, also Sweet Spots oder die wirklich richtig guten, günstigen Verbindungen, sich nur mal ein bisschen verteuert haben. Ich sage nur Deutschland, Österreich oder Schweiz hier nach Dubai. Ist jetzt ein bisschen teurer geworden. Jetzt sind es dann halt 43.500 Punkte, die ihr benötigt für ein One-Way in der Business Class. Ist ja immer noch gut, aber vorher war es halt besser. Ne? Aber es hat sich halt ein bisschen was geändert. Kamen noch ein paar andere Dinge dazu, wie zum Beispiel auch der Lufthansa Miles & More Status Run letztendlich. Ne? Durch die doppelten Statuspunkte, die man jetzt bekommt, ist man auch schneller im Gold-Status bzw. im Senator-Status. Das sind so Dinge, die ich ergänzt habe in der Zeit hier. Also wir haben die Zeit genutzt. Dominik auch, der hat auch seine Kurse gemacht. Ihr wisst ja, Dominik hat so einen Technikkanal. Da geht es rund um das Thema Synology und alles drum und dran. Das hat er auch genutzt. Also wir haben die Zeit tatsächlich hier ausgiebig genutzt, um andere Dinge zu tun, nur halt nicht zu reisen, was ihr von uns gewohnt seid mit Bildern und mit Videos. Aber wie gesagt, keine Sorge. Das wird es bald wieder geben. Der Kanal ist definitiv nicht tot. Wir reisen weiterhin. Wir lieben das Reisen. Wir werden es mit Sicherheit niemals aufgeben. Und warum sollten wir reisen und das nicht aufzeichnen? Das ist doch quasi unsere Leidenschaft, also quasi euch mitzunehmen auf unseren Reisen, sei es in der Business oder First Class oder sei es Bali, sei es Südafrika. Das sind alles so Orte, die ich so gerne mal wieder sehen würde. Sansibar war auch geplant übrigens, aber das haben wir dann relativ schnell verworfen, als wir, ja, oder ich gelesen habe, wie es da am Flughafen zugeht. Einige oder zwei von euch haben mir geschrieben, ja, wieso denn, da gibt es kein Corona, das ist Corona-frei. Ja, natürlich, klar, weil der ehemalige Präsident es einfach gesagt hat, das gibt es nicht. Trinkt mal ein bisschen Tee oder mit anderen Dingen kann man dem entgegenwirken, aber nein, so ist das natürlich nicht. Dort wird es wahrscheinlich ganz, ganz viel Covid-19-Fälle geben, nur es wird nicht getestet und nein, nein, das machen wir mal nicht. Haben wir gesagt, nein, wir werden erstmal nicht nach Sansibar reisen. Leider auch nicht nach Südafrika. Namibia wäre eine Idee gewesen. Das wäre eventuell auf unserer Agenda, auf unserer Planung für Ende April, Mai. Ist ein Land, was relativ sicher ist aktuell. Man kann es bereisen und man kann auch alleine durch die Gegend reisen, indem man sich ein Auto mietet. Das ist also quasi nicht in ganz vielen Menschen zusammen. Das würde ich sagen, ist eine Alternative. Ansonsten gibt es ja nicht ganz so viel, was man machen kann. Thailand wird eventuell, wenn wir Glück haben, im Oktober aufmachen oder vielleicht auch später. Besonders gerade für geimpfte Menschen wäre es zum Beispiel eine Option, wird es wahrscheinlich so sein, dass ab Juni, Juli bestimmte Urlaubsregionen aufmachen, ohne Quarantäne, wenn man komplett geimpft ist. Ist auch eine tolle Sache. Ich sage jetzt nichts gegen
Bevormundung oder Diskriminierung oder Vorteile für Geimpfte. Ich meine, das ist völlig in Ordnung, wenn ich mich impfen lasse und ich bin safe, dann kann ich auch bestimmte Privilegien haben. Ne? Aber bis letztendlich wir alle dran sind, ne? Wir sind ja nur mal ein bisschen jünger, sind nie keine 70, keine 80, keine 60, dauert es noch ein Stück. Und ich glaube, die 70, 80-Jährigen werden aktuell nicht so viel ins Flugzeug steigen. Das, also wie gesagt, dauert es noch einen Moment. Ja, ich glaube, jetzt habe ich schon wieder so viel erzählt. Ich weiß gar nicht, bei welcher Minute ich bin. Wie gesagt, macht euch keine Gedanken um uns. Uns geht es gut und wir werden die Zeit weiterhin nutzen, entsprechend uns vorzubereiten. Wir haben so viele Punkte und Meilen gesammelt und ihr habt uns ja auch wirklich unterstützt in bestimmten Situationen, sei es durch die Freundschaftswerbung. Ihr habt auf unserer Webseite ja gesehen, entweder ihr beantragt über unsere Links die Kreditkarten oder die Reisen, dann bekommen wir eine Provision oder ihr unterstützt uns mit Freundschaftswerbung. Das heißt, wir bekommen dann auch Punkte. Das ist auch ab und zu mal passiert und dadurch haben wir jetzt ein richtig gutes Polster. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Zukunft, dass wir diese Punkte auch entsprechend einsetzen können. Ich habe ein paar Ideen. Einige habe ich euch ja schon gesagt, die sind nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Und andere Dinge werden mit Sicherheit auch noch kommen. Ne? Auf der großen Liste oder auf der langen Liste steht auf jeden Fall nochmal Südafrika, afrikanischer Kontinent. Das sind noch ein paar Länder, die wir besuchen wollen. Bali muss auf jeden Fall, wir wollen mal wieder zu Martin uns die Insel noch ein bisschen weiter anschauen. Wir haben auch bestimmte Planungen mit ihm, um euch noch ein bisschen was von Bali zu zeigen. Thailand natürlich, Bangkok, da zieht es uns immer hin. Das sind so Regionen, die wir so sehr gerne sehen und so vermissen. Ich denke, euch geht es auch. Also einige von euch haben mir ja auch schon geschrieben, dass sie einfach das Reisen so vermissen. Und manche machen es, ein Zuschauer ist gerade auf den Seychellen, was übrigens auch offen ist aktuell. Seit 23. März, glaube ich, komplett ohne Quarantäne kann man die Seychellen aktuell besuchen, nur mit einem PCR-Test, also negativen PCR-Test und kann dort auch wieder jedes Hotel besuchen. Ihr wisst ja, wir waren im Hilton Northolme und das war toll und der Zuschauer ist auch gerade da, hat uns ein paar Bilder geschickt. Es ist neuer, beziehungsweise hat sich jetzt was geändert. Es ist ein neues Restaurant offen, ein einheimisches mit Local Food, finde ich sehr, sehr gut. Also quasi kann man da auch nochmal hin, wäre als Alternative da. Ansonsten gibt es bestimmt noch ganz, ganz viel, was man machen kann. Was sind eure Orte, Städte, Länder, die ihr quasi als erstes, wenn ihr wieder reisen könnt, besuchen werdet? Schreibt mal was in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und was interessiert euch noch mehr? Habt ihr Fragen? Habt ihr Anregungen? Was könnte ich ins nächste Video packen? Also ich denke mal, ich werde in der nächsten Zeit noch ein paar solche Videos machen bezüglich einfach, was wir gerade machen, was wir planen, was es an Neuigkeiten gibt. Ich will jetzt keine News-Videos machen in dem Sinne. Da keine Sorge, es wird euch damit nicht langweilen. Ich werde auch keine großen Travel-Hacks aktuell machen. Vielleicht ein, zwei Mal was. Dann seitdem auf dem Laufenden sollte sich was geändert haben oder sollte es eine besondere Aktion geben, mache ich das. Aber ansonsten werde ich erstmal so ein bisschen herunterfahren. Aber wie gesagt, macht euch keine Gedanken, uns geht es gut. Ja, ich hoffe, euch auch übersteht den weiteren Lockdown, den verlängerten Lockdown in Deutschland und macht einfach das Beste draus. Ne? Wir können es nicht ändern, wir müssen einfach die Zeit abwarten und hoffen, dass sich die Sache beruhigt. Und es wird es, ganz, ganz sicher, es dauert nur noch einen Moment. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle beruhigt. Ich werde versuchen, in den nächsten Tagen oder einfach jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen mehr auf Instagram zu posten in der Story, damit ihr wisst, was ich gerade so mache. Wenn es euch nicht langweilt, wenn es euch langweilt, dann guckt es einfach nicht. Aber ich zeige euch mal ein bisschen, was ich so tagsüber mache und was man hier so erleben kann in näherer Umgebung des Hotels. Ich mache jetzt hier kein Sightseeing. Ich zeige euch jetzt keine Orte hier in Dubai. Warum, was soll ich da machen? Also ich will euch hier auch nicht in irgendeiner Weise neidisch machen. Ich will hier auch keinen Urlaub machen, sondern wir machen es hier tatsächlich so, dass wir hier arbeiten, wie wir es heute auch zu Hause machen würden. Nur wir haben es ein bisschen wärmer. Gut. Bis zum nächsten Update-Video. Tschüss!